Herzlich willkommen zu einem neuen Video YouTube. Wenn ihr mehr von Twan sehen wollt, lasst sofort ein Like oder ein Abo da. Und zeigt Armin mal auf Instagram ab und in der Videobeschreibung. Oh, hallo Leute! Oh, war gut die Meditation. So, jetzt gehen wir erstmal wieder hier runter. Herzlich willkommen, Leute. Heute habe ich was Schönes für euch vorbereitet. Und zwar heute, wir gehen mit Max grillen. Ah, genau, wir machen einen besten Freundetag, Leute. Das wünsche ich euch doch immer, dass ich mag. Wer ist leider so lumm? Das gehört? Wer ist leider so lumm, Leute? Guck mal. Seid leise! Alle leise, sofort! Dann guck mal, jetzt hören die. Auf jeden Fall, die werden einen schönen besten Freundetag machen mit Max. So, mein Freund. Guck mal. Ich verstehe ja, ich mache viele von euch kaputt, da kommen wieder neue, kein Problem. Aber sprecht ihr euch nicht ab zusammen, dass ihr vielleicht mit Nick anhören, ganz angucken sollt, ja? Ich mag das nicht, Leute, ich mag das wirklich nicht. Ich mag das wirklich nicht! Hört auf, mich anzugucken! Du, der macht jetzt listig. So, du machst listig, du darfst weiterleben, du darfst auch weiterleben, du darfst auch weiterleben, du auch. Guck, Leute, Erziehung ist wichtig, ja? Man sagt mit einer starken Hand. Der Liebe kriegt man Leute hin. Perfekt, aber Leute, wir fahren jetzt erstmal zu Max. Wir werden uns schon ein bisschen für den Tag machen, dafür hol ich mein Tulus mit, ah? So. Leute, ich würde sagen, wir machen schnell Kickdown hier. So, zur Seite hier. Oh, und dann, wir sehen uns bei Max. Let's go, meine Freunde. Schon wieder diese laute Auto. Was macht mich so aggressiv? Ich komme nicht an dieses Auto lang. Deswegen darf keiner lang kommen. Na, ey, lass mein Auto nicht, du Blödmann. So. Okay, jetzt, wie geht's denn zu Max jetzt hier? Komm, 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 Tulus, sag was du da warst. Let's go! Oh. Leute, wenn ihr habt keine Vorfahrt, ihr macht einfach so und dann habt ihr Vorfahrt. Ah! Oh, das ist schön hier. Hey, Tuan. Was geht? Da bist du ja endlich. Burger sind gleich fertig. Oh, endlich. Essen, ich hab Hunger, ich hab Hunger. Okay, wir setzen uns erstmal ganz hin, Leute. Wir sind heute zivilisiert, ja? Weil wir sind heute bei Max zu Gast. Nicht viel und bei dir? Oh. Ja, auch nicht viel, auch nicht viel. Ja, immer dasselbe. Freut mich, dich heute mal wieder zu sehen. Ja, Mann, was geht? Das wird mir auch. Wir haben lange kein bisschen Freundtag mehr gemacht, ja? Ja, wir haben wieder Zeit. Hier, Paulberger ist auch in der Schule. Wir machen heute entspanntes Grillen, ein bisschen chillen, erzählen. Zum Glück, ich sag dir, zum Glück. Paulberger ist ein anstrengender Fall geworden. Ja, stimmt. Ey, willst du eigentlich was trinken? Oh, nee, ich hab keinen Durst, danke schön. Okay, easy. Ja, Burger sind gleich fertig, setz dich ruhig. Oh, ja. Leute, guck mal, wie schön das hier aussieht. Einfach. Ich bin jedes Mal wirklich faszinierend. Ich finde das Haus schön. Wirklich, ich muss sagen. So. Max! Ja, was los, du? Was ist eigentlich mit dir? Du warst ja eigentlich noch nie bei Polizei oder bei Armee oder so, oder? Hab ich noch nie Ausbildung gemacht. Nee, ich habe direkt YouTube, lief in der Schule schon gut. Nach der Schule habe ich direkt YouTube gemacht. Habt ihr, obwohl ich dir früher erzählt habe, gehst du zur Armee, ne? Ja, stimmt schon. Es ist ja eigentlich schon lustige Zeiten damals, ne? Oh, wer weiß eigentlich noch, wie wir uns mal kennengelernt haben? Oh, die Geschichte. Oh mein Gott. Und ihr wollt die Geschichte hüllen? Ihr sollt die alte Geschichte mal erzählen? Wie, du hast den Leuten noch nicht erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Nein, habt ihr noch nie erzählt, wie wir uns kennengelernt haben? Der Burger braucht eh noch ein paar Minuten. Erzähl das den Leuten mal. Oh, Leute, ihr wollt hören, wie ich damals Max kennengelernt habe? Das wurde noch nie auf YouTube erzählt. Wisst ihr was? Weil ihr so Elemente seid und das Video schon geliked habt, ich werde euch erzählen. Also Leute, das war vor 20 Jahren. Oh, Soldat 4 sagt E7. Kennzeichnung Tuan, melde dich zum Dienst. Wir müssen noch zum General. Let's go. Ich habe heute erst die erfolgreichste komplette Einheit der Feinde eliminieren gemacht. Ich bin einer der Elite-Soldaten hier in der Armee. Mal gucken, wer der Auftrag heute für mich dann ist, Leute. Ich bin gespannt. Oh. General! Lieutenant Tuan, da sind sie ja endlich. Jawohl, Sir. Verdammt normal, Sie wissen doch, dass man einen General nicht warten lässt. Los, 10 Liegestütze. Oh, mein, ich hab Verspätung gehabt, weil ich noch gegen Klick hatte. Hab noch ganz eine alleine kaputt gemacht. Egal, das muss er nicht wissen. 10 Liegestütze, sind fertig, Sir. Los, auf den General. Jawohl, Sir. So, du wurdest für einen Spezialeinsatz ausgesucht, Wow. Jawohl, Sir, kein Problem. Sie sind unsere beste Mann, Tuan. Es geht darum... Oh Gott, warten Sie, kommen Sie mal mit. Wir müssen in eine Raum sprechen mit weniger Ohren, wenn Sie verstehen, ne? Ja, wohl, Sir. Oh, was ist denn für ein Geheimauftrag, Leute? Weiß nicht. Vielleicht ist irgendwas Gutes. Oder werde ich vielleicht zum neuen General. Das ist mein Ziel, Leute. Ich will General werden und dann ganz Los Santos legieren als Armee. So, Lieutenant Tuan, kommen Sie hier rein. Jawohl, Sir. Es geht um einen Spezialauftrag. Oh. Du bist mein bester Mann. Mein zuverlässigster Soldat. Ein Soldat, der nie einen Befehl hinterfragt und einfach ausführt. Richtig so, Sir. Es klingt jetzt vielleicht etwas hart, aber du musst ein Kind umbringen. Was, Sir?
Ja, nochmal, Sir, ich hab sie kurz irgendwie verstanden, Sir. Sie mussten ein Kind umbringen. Soll ich wirklich ein Kind umbringen? Weiß nicht. Ich kann Ihnen nicht genau erklären, warum, aber es befiehlt von ganz oben. Der Junge soll irgendwie später wohl eine Gefahr für Los Santos darstellen. Oh. Ich weiß nicht, warum. Sir, kein Problem, ich würde, gebeten, meine beste Mann darauf anzusetzen. Sir, kein Problem. Ich werde diese Auftrag natürlich absolvieren, Sir. Alle nötigen Informationen finden Sie in Autotrain, ja? Jawohl, Sir. Es geht darum, dein Kind hat den Namen Max. Oh, Max? Okay. Alle anderen Informationen sind in Akte. Ist top secret, ja? Yeah? Top secret, mich will keiner sehen, ich bin der Satan. Ja, sehr gut, sehr gut. Okay, und noch etwas für Sie. So, Sie wissen, mein Ruhestand steht bevor. Wenn Sie diesen Auftrag ausführen, ich werde Sie empfehlen für die nächste Poste vor General. Zöll, danke Ihnen vielmals für Ihr Vertrauen, Zöll. Okay. Ich werde Sie nicht enttäuschen. Ja. Los, wegtreten. Jawohl, Zöll. Oh, Leute, ich weiß noch nicht ganz genau. Ein Kind umbringen? Ich soll ein Kind umbringen. Warum? Ich verstehe das nicht. Was dieses Kind denn so schlimmes gemacht? Was denken die Leute, was dieses Kind ist? Es ist ein Monster! Ich werde mich erst natürlich, bevor ich einen Auftrag ausführe, ich werde mich informieren. Ich bin zwar ein guter Soldat, aber ich töte nicht umsonst. Leute, wir werden heute auf jeden Fall dieses Kind ausfindig machen und dann entscheiden wir, ob dieses Kind weiterleben darf oder ob es fallen muss. So Leute, jetzt sind wir hier wieder draußen. Ah, wer ist mein Fahrzeug? Oh, das kommt keine Informationen. So, wir gucken. Oh. Gute Information kurz an. Ich fasse hier mal los. Max! 8 Jahre alt. Noten, okay. Hält auf, weil er nicht versteht, warum er so ein Hamsterrad-Erleben fühlen soll. Ja, versteht er. Der Junge will bestimmt mal selbstständig werden. Ich sehe das schon. Ah, sehr beliebt in Schule. Mädchen stehen auf den. Aha. Oh. Oh, diese Autos sind so krass getuned. Zwilliges Kind, ich weiß aber nicht, ob das gut oder das Beste ist. Haben die Leute Angst, dass der Fleckmaß wieder zu viel Macht hat? Leute, das müssen wir herausfinden! Ab zur Schule! Okay, Leute, wir sind in der Schule angekommen. Ich bin mal gespannt, wie der Junge drauf ist. Wir werden jetzt mal ein ganzes Mal hier hingehen. Da gibt's heute, Leute, heute ist der Tag der Berufung. Da werden Leute hier Berufe vorstellen. Das fällt gar nicht mal so schlecht. Dann gehen wir mal gucken. Links, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ist der Beste in ganzer Stadt. Wow, hier sind ja Kinder. Hey, Max, du bist so der Coolste. Hey, danke, Melina. Vielen Dank. Max, wenn ich groß bin, willst du sein wie du? Ich bin doch überhaupt nicht groß, Alter. Was ist denn los hier, Jungs? Was geht, ey? Leute, sehr, sehr beliebt. Klasse. Aber schau mal, ich habe hier so eine Kamera und dann will ich bald YouTube-Videos machen, ja? So, guck mal, hier mit so einer Kamera will ich hier YouTube-Videos machen. Dann will ich irgendwann mal der größte YouTuber werden. Leute. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit mir chillen und mit mir Videos machen. Ja, Max, das wäre voll cool. Oh, Leute, ich glaube, ich weiß, ich habe eine Idee, warum der Felix so... ich muss ihn auf jeden Fall verfolgen. Ich darf ihn nicht aus den Augen lassen. Oh. Okay, Leute, wir sehen uns dann später. Ich werde hier mal meine neue Kamera ein bisschen testen, so. Oh. Ich meine die Leute. Ich glaube, wenn ich mal so einen YouTube-Kanal habe, dann mache ich so eine Begrüßung. Hey, yo, Leute, Crimex hier. Oh, ja, das ist voll der gute. Oh, das ist voll der gute Anfang, ja. Geil. Oh mein Gott. Entschuldigung, Kleiner. Ja? Dann kann man das überhaupt hier erlaubt? Nein, aber bitte sag's nicht dem Direktor. Na gut. Ich will ja nichts Schlimmes tun, ja? Bist du ein Soldat? Jawohl, ich bin Lieutenant Tuan. Oh, cool. Vielleicht will ich auch mal Soldat werden. Coole Kleidung hast du. Dankeschön. Ja, Soldat, da brauchst du Disziplin, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Das sind Sachen, die du im Leben brauchst, um mal später Lust zu werden und Start. Oh, das ist cool. Das merke ich mir. Danke. Kann ich vielleicht ein Video von dir machen für meinen YouTube-Kanal? Oh, Leute, obwohl, das wäre eine gute Ausrede, mir die Zeit mit dir verbringen und herausfinde. Ja, klar, können wir machen. Willst du mal einen Tag im Leben eines Soldaten aufnehmen? Genau. Okay, ich mache Anmoderation. Ja. Hey, Leute, Crimex hier. Ich habe hier den coolsten Mann überhaupt getroffen. Der ist Soldat. Wie heißt du überhaupt? Hallo, mein Name ist Lieutenant Tuan. Melde mich zu Dienste. Mein Name ist Lieutenant Tuan. Er ist der coolste Typ überhaupt. Der hat mir gesagt, man muss groß und stark werden. Wenn ich groß bin, willst du sein wie er. Jawohl. Tuan, willst du was sagen für meine Zuschauer? Also alle Zuschauer, lernen, gesund essen, viel Wasser trinken. Ja, hört alle auf Tuan. Er ist der coolste. Yeah. Ja, komm mit, ich zeig dir ein bisschen mehr. Okay. Nick, das sieht Lehrer irgendwas sagen. Ah, kannst du schon mal ganz kurz rausgehen? Okay, mache ich. Ja. Hey, Leute, ich bin kurz rausgesickt. Okay, alle gucken sich im Lücken zu mir. An alle Lehrer, es tut mir leid. Diese Mission ist wichtiger als ihr Leben. Nein, die ganze Schule wird davon erfallen. Leute, wir können die ganze Schule nicht davon erfahren lassen. Niemand darf mitbekommen, ob Max weg ist und mit wem er weg ist. Tut mir leid! Nein, da hinten sind noch welche im Laum. Tut mir leid, meine 7 Freunde.
Wer ist nicht ein von Los Santos? So, nichts eliminilo. Es tut mir leid. Sehr verehrter Herr Sylla, aufgrund dafür, dass ich Los Santos schützen muss, müsst ihr euer Leben geben. Los Santos sagt Danke! Es tut mir leid. Diesen Teil von meinem Sopa hasse ich am meisten. Nein, den Kleinen kann ich nichts antun. Der Kleinen kann ich nichts antun. Das wäre so viel. Ich bin kein Monster. Ja. Oh, da hinten ist der Kleine. Na, Max! Ey, was geht, Tuan? Wie gefällt dir das Auto? Ey, voll cool. Ich hab schon alles gefilmt. So ja, das ist sehr robust. Ja, sehr robust, sehr robust. Komm, steig Luke ein. Ja. Oh mein Gott, Leute. Ich war das erste Mal in einem Militärauto. Ja, und das wir ist zu cool. Weil wir Militärauto sind, wir müssen uns die ganze Klassenverkehrsordnung halten. Wir sind über dem Gesetz. Boah. Deswegen. Yeah. Wenn ihr wichtige Einsatz ansieht, darf ich auch hier alles überholen und so. Guck mal hier, wamm! So, Max, wo wohnst du denn, Max? Meine Mama hat gesagt, ich darf Fremden nicht sagen, wo ich wohne. Und bin ich ein Fremder? Ich bin doch ein Soldat! Okay. Ich wohne da in der Grove Street. What, in der? Warte, in der Grove Street? Mhm. Da leben doch ganz viele Gangster und böse Männer. Ja. Weil hast du keine Angst vor denen? Nee, eigentlich mögen mich alle. Fast Telemax. Ah, das sieht so aus, als ob dieser Max irgendwie mit allen Leuten klarkommt. Das ist eine sehr gute Leader-Eigenschaft. Der könnte ein Fühler werden, so ein Bürgermeister. Warte mal. Was ist, wenn der Bürgermeister den Auftrag gesetzt hat? Warte. Max, wie alt bist du jetzt? 8. Ja, perfekt. Bitte, der Sohn vom Bürgermeister ist auch 8. Bitte, komm ich gleich hier auf irgendeine Spur? Vielleicht will der Bürgermeister ja, dass Max verschwindet, damit er sein Sohn keine Konkurrenz haben. Max? Ja? Wie stehst du eigentlich so zur Gemeinschaft hier zur Stadt? Würdest du der Stadt gerne aushelfen? Ja, klar, gerne. Ich helfe jedem gerne. Und jeder mag mich auch. Jeder hilft auch mir gerne. Was ist dein Clown-Beruf? YouTuber oder vielleicht auch Präsident. Sehr gute Ambitionen, du hast hochgesetzt. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich fahr dich jetzt aber erstmal nach Hause, ja? Damit du sicher zu Hause ankommst. Okay. Leute, wie ich mir gedacht habe, ich will mal gern Präsident werden. Ich glaube, ich bin hier einem Korruption auf die Spur gekommen. Leute, ich bin vielleicht ein Soldat, der alle seine Sachen ausführt, aber immer mit Kopf, mit Köpfchen. Ich sehe das große Bild. Und dieses große Bild, da sehe ich nur, dass ein Machthungriger! Vollidiot! Ein Kind umbringen will, was nichts getan hat! Das werde ich nicht zulassen, Leute. Wir werden uns was überlegen. Ja, wenn ihr das lasst, oder was, Max? Ja, genau, jetzt okay, da vorne, perfekt. Wie war nochmal Ihr Name? Mein Name ist Lieutenant Tuan. Okay, Lieutenant Tuan. Genau da vorne in dem letzten Haus. Ey, da sind zwei Leute, wie sind Leute da? Sind da vor dem Haus, soll ich dir irgendwas sagen? Nein, die mögen mich alle. Ich bin cool mit denen. Das okay. Sind Jerome und Jamal. Ich wünsche einen schönen Tag, Max, ja? Tschüss. Leute. Jetzt bin ich gespannt. Ich habe irgendwie Angst, dass Warte. Ja? Lieutenant Tuan, kannst du noch was sagen für meine Zuschauer? Achso, natürlich! So, Leute, das war's gewesen von dem Video. Das war auf jeden Fall der Ehrenmann Tuan. Der ist richtig cool. Ich will nicht groß bin, will ich so sein wie er. Nehmt euch Beispiel an ihm. Er ist voll der Nette, der hat mich heimgefahren. Danke, Leute, das ist Max, ja? Der ist ein guter Junge! Tschüss! Tschüss! Leute, wirklich, der gefällt mir. Der ist nett, der Junge. Bei mir hallo, Jungs. Hallo, Jerome. Hallo, Jamal. Was geht? Hallo gesagt. Yo, lass den Kleinen durch, der ist voll korrekt. Oh Leute, guck mal, selbst Kriminelle folgen dem. Selbst Kriminelle akzeptieren dem. Das wird meine große Nummer hier in Los Santos, dieser Junge. Aber Leute, ich werde nicht zulassen, dass dem kleinen Jungen was passiert. Ich werde nicht zulassen, dass der Bürgermeister und mein Senel ein unschuldiges Leben nehmen vor einem Kind, der nichts in seinem Lebensdienst getan hat. Wir werden den Sohn von Tuan spülen! Ab sofort, ich kündige bei Armee! Ich werde den kleinen Jungen mit meinem Leben beschützen, sobald ich sitze! Lieutenant Tuan, check, Lieutenant Tuan, können Sie mich hören? Ich höre Sie laut und deutlich. Sie schweigen! Bereden Sie mit mir. Kommen Was? Sie sofort in meine Büro. Meine Spione sagen mir, der Auftrag wurde noch nicht ausgeführt. Natürlich! Warum soll ein unschuldiges Kind töten, damit der Präsident seinen Sohn eine einfache Wahl hat, ne? Du bist ein Soldat. Du darfst keine Fragen stellen. Du machst, was ich sage, ne? Das war das letzte Mal. Du wirst niemals ein General werden. Dafür werde ich sorgen. Wissen komm Sie, in mein Büro. Wurde? Ich werde dafür sorgen, Open dass out. Ich... Dass es Ihr letzter Atemzug war! So, Leute, jetzt hätte ich mir alles schnappen hier. Bamtel! Hä? Kinder! Unschuldige Kinder töten! Ich hab euch alle ausgebildet! Die denken durch Chancengebiet! So! Und die ersten paar. Oh. Leute, wir werden uns den Sennel schnappen.
Und wenn es das letzte ist, was ich tue, dann kommt ein Fahrzeug. Ich hülle das. Hm? Ihr denkt wirklich, ja? Ich habe alleine schon Einheiten-Bataillon zerstört. Glaubt ihr euch denn, die Kinder, sag ich nicht, oder was, hä? Ihr liegt denn alle zusammen. Mag, hör auf. Er gibt dick. Hat sich nicht gegeben, Leute. Oh. Mit einem Shotgun wird's auf lang. Habt ihr keine Waffenkunde gelernt, oder was, hä? Boah, jetzt kommen immer mehr Fahrzeuge. Jetzt kommen immer mehr Fahrzeuge, Leute. Ich muss mir den Sennelel schnappen. Anders geht's nicht. Lauf, lest das, mein Freund. Es tut mir leid. Hm? Ihr wolltet was Gutes für diese Stadt tun? Dann ergibt euch! Lasst mich in Ruhe! Ich will nur den See haben! Oh, Leute, sie wollen die Kühle. Sie wollen lieber weiter ihr einfaches Leben fühlen? In Dummheit? Und ein Kind auslöschen oder was? Niemals! Niemals. Niemals in mir anlegen! Habt ihr mich verstanden? Ich hab schon ganze Armeen ausgelöscht und dann wollen die mir was, Mann? Alles klar, Sennelel, ich komm zu ihnen. Und dann werdet mir sie snappen! Oh, schnell in den Aufzug. Schnell in den Aufzug, Leute. Schnell nach oben. Leute, wir sind oben angekommen. Hier ist sicher. Leute, wir werden hier eine Haftbombe dann machen. Ich werde die Armee, so wie sie jetzt ist, nicht mehr weiterleben lassen. Und wenn es jetzt ist, was ich tue. Herr Sennelel! Ich habe Sie bereits erwartet, Lieutenant Tour, ne? Ja, ist kein Problem, Herr Sennelel. Sie denken, Sie können sich mit ganzer Armee anlegen, hä? Sie hätten keine Fragen stellen sollen, ne? Herr Sennelel! Das ist sowieso. War das letzte Mal, dass du meine Befehle nicht gehorcht hast. Sennelel, das Problem ist, ich werde Sie auf jeden Fall hier sterben. Ob mit mir oder ohne mich. Ich habe Bomben hier platziert. Wie meinst du das? Ja? Und irgendwo ist dieser Knopf in meiner Weste drin. Das heißt, wenn Sie schießen, brauchen Sie Glück, dass Sie nicht das Feld erwischen. Scheiße, Mann, der Typ ist ein Psycho, Alter. Legen Sie die Waffen weg. Mann, ja, ist okay. So. Verdammt nochmal, lassen Sie meinen Männer in Ruhe. Ich nehme Waffe runter, ist okay. Sennelel, Sie war immer ein Vorbild für mich. Ich habe mal zu Ihnen aufgesehen. Ich habe gedacht, Sie wären ein Guter! Ich befolge doch nur meine Befehle, verdammt nochmal. Nein, Befehl, und dafür soll ein armes Kind sterben, ne? Ein Kind, ich ein muss Kind. Ich muss gucken, wo ich bleibe, Mann. Ich habe auch Familie zu ernähren. Ich verliere den Job, wenn Auftrag nicht gemacht wird, ne? Was ist, wenn ich, damit ich meine Familie nennen kann, Ihre Familie auslöse? Wird Ihnen das auch gefallen, ne? Sennelel. Nein. Damit wurde das Archiv von der Armee wurde zerstört. Nein. Du auf Wiedersehen. Niemals. Nein, Tuan, verdammt. Wir müssen hier irgendwie wegkommen. Hier sind zu viele Leute. Oh, die Polizei ist auch schon da, Leute. Okay, wir müssen sehr runter. Wir müssen unseren Weg freikämpfen und dann wir hauen ab, Leute. Ich werde diesen kleinen Jungen beschützen. Und wenn es das letzte Atemzug ist, das will ich was. Oh. Es tut mir leid, Leute. Ausgelöst. Oh mein Gott. Ja, kommen langsam hier durch. Das sind echt ein paar Leute. Wir müssen hier rum. Schnell. Okay, hier sind Fahrzeuge drin. Wir müssen undercover gehen. Ich muss diesen Jungen mitholen und dann beschützen. Okay, wir müssen hier weg, Leute. Aber ich habe was getan. Und ich denke, mit meinem Gewissen, ich komme damit klar. Ich könnte niemals ein Kind töten, Leute. Ich würde sagen, hiermit ist Slit 1 getan. Ja, Leute, und dann bin ich weggefallen. Aber ich würde sagen, das war eigentlich die Geschichte, wo erstmal Max kennengelernt. Oh, ja? Sind fertig. Ja, ich komme. Leute, ich hoffe, die Geschichte hat euch gefallen. Und boah, so viel Zeit vergangen. Leute, wenn euch das gefallen hat und ihr mehr Geschichten von meinem Leben hören wollt, lasst gerne ein Like da, abonniert die Glocke aktivieren. Ich würde sagen, zeigt Max und die Videos ab. Tschüss, ich geh jetzt essen.